Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Don Jordan und ich begrüße Sie herzlich im Namen des Instituts Geomatik der FHNW zu unserem heutigen Frühlingskolloquium. Und ich freue mich, dass Sie den virtuellen Weg zu uns gefunden haben, auch wenn wir Sie lieber in realer Anwesenheit hätten. Das heutige Kolloquium, wie ihr auf dem Slide seht, findet im Rahmen des FHNW-Hochschulanlasses Einblick in die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik statt. Es können heute weitere Fachvorträge und Infoanlässe von allen Instituten der Hochschule und ohne Anmeldung besucht werden. Und im Anschluss an unser Kolloquium finden auch die Infoanlässe für den Bachelor- und Masterstudiengang bei uns statt. Login-Details finden Sie auf der Adresse, die eingeblendet ist, also auf www.fhnw.ch/einblick. Da könnt ihr euch in diese jeweiligen Veranstaltungen einloggen. Zum jetzigen Anlass an unserem Institut Geomatik sind wir am Projekt Swiss Territorial Data Lab beteiligt, welches uns nachfolgend vorgestellt wird. Ich sage nicht mehr dazu und freue mich auf spannende Beiträge. Zuerst wird uns Raphael Hollier von Swiss Topo und Leiter des Projekts Hintergründe und Ziele erläutern. Vielleicht noch ein paar organisatorische Sachen. Die Beiträge werden zur Hälfte in Englisch und dann in Deutsch gehalten. Und ihr dürft jederzeit Fragen direkt in den Chat schreiben und diese bitte für alle Zuhörerinnen und Zuhörer freigeben. Sie werden nach den Vorträgen aufgegriffen, die Vorträge selbst werden aufgezeichnet und stehen anschließend zur Verfügung. Ihre Fragen jedoch werden nicht aufgezeichnet. Während der Talks bitte ich auch, die Mikrofone auszuschalten, damit es nicht zu zusätzlichen Geräuschen kommt. Shortly in English, a warm welcome to the today's Geomatic Spring Colloquium of the Fachhochschule Nordwestschweiz. And I'm pleased that you have found the way to us, even virtually. First, Raphael Hollier from Swiss Topo and head of the Swiss Territorial Data Lab will explain the background and the objectives of this challenging national project. The first part of the contribution will be held in English, the second part in German. You are welcome to ask questions directly in the chat, and please make them available for all the audience. They will be addressed after the talks. The presentation will be recorded and are available online afterwards. The questions will not be recorded. The record will be stopped after the talks. Last but not least, please make sure that your microphones are disabled during the talks. Thank you very much. And now, Raphael, please, it's your turn. Okay. So good afternoon, everyone. Thanks, Denis and Fachhochschule, to give us the opportunities to present the activities and the great project we are currently working on the Swiss Territorial Data Lab. So today you will have part of the team being involved, which will present you the case. There will be Nils Amel and Uriel, which are out there with me today. We'll also have Adrian Meyer from the Fachhochschule, as the Fachhochschule Nordwest site is also a complete entity working for the STDL. And then at the end, we will have also Christian Ledwiller representing the canton of Thurgau and being one of the canton involved in the STDL, which will also give his perspective on that. So that's basically the agenda that you see right here. So I will talk a few minutes about an introduction about STDL, what is the Swiss Territorial Data Lab all about. Then we'll talk about the 4D platform that we want to develop over the course of this project, which is lasting for 5 years. And then we'll deep dive into two use cases that we have worked lately. One of them is related to the information about buildings, and another one is about using neural networks to detect objects. And then finally, Christian will talk about the perspective from a canton, which is the cantonal authorities are a major stakeholder in our project. Continue. So what is the Swiss Territorial Data Lab all about? First of all, it's a co-creation project. So we started and kicked off this initiative last summer.
And the idea was to put together public authorities, cantonal, federal one, and academics together to solve issues. So that's the first part. The second part is that it's an experimental area. So what we try is when public entities come with a problem, we try to experiment and see whether it's possible to solve the problem using different methods, mainly related to data science. And finally, and that's very closely linked with the co-creation approach, is we want to solve problems that can be replicated in multiple entities in Switzerland. So usually we always try to address a problem which is related to different cantonal authorities or federal authorities and try to replicate it over the different canton, which you will see with the object detection, where we have been basically doing it in three cantons to see whether it's working well. So when it comes to the partners and the co-creation, we have three main cantons involved: the canton of Geneva, the canton of Neuchâtel, and the canton of Thurgau. Then we have two federal entities, Swiss Topo, which I represent, but also the Federal Office of Statistics, OFS. And then the resources and brain power comes mainly from two academic entities, the Fachhochschule Nordrhein-Westfalen in Muttenz, and also the University of Geneva. And then what we do, or the mission, we primarily focus on problem in the public administration, and we try to discover concrete problem where geodata science can be helpful. And to be concrete, I just put it out there some few problems we have been identifying and we are working on. One of them, the first one I put there, is the one that Niels and Uriel will explain shortly after my introduction, is the fact that the statistical office, federal office, came to us and say, look, we need to improve the building register and get information about the age where the building, the dates where the building were constructed. And then basically you have two ways to look at it. Either you could go back to all the owners of building to try to find out, but that's very time consuming. And then our data science approach was to say, okay, let's look at the history of maps and try to figure out whether it's possible through such an approach to get proper results. So we always try to have a kind of scientific challenge to solve and try to find a way and present that to the people which have the issues. Another case we worked on is on the land register and the cadastre to see, okay, when you need to plan to go on site and do new surveying and measurements, can we help automate the process to figure out what are the changes in terms of, you will see later on, for example, in swimming pool registry or later on in buildings where it makes sense to send out people to make the updates more rapidly than it was done in the past. A third case related to this change of energy cycle we are going through, where certain cantons need to better understand where thermal panels are being installed, because sometimes there is a request to install a thermal panel, but actually the property owner doesn't make it. Or sometimes they deconstruct the thermal panels without informing the authorities. So we are looking at way to automatically detect thermal panel in order to accurately provide statistic about the usage and the energy consumption coming from this source. And the last project we are going to work on soon is about the mining in Switzerland and look at how material flow, for example, which goes for concrete in the construction industries, is being produced and made in Switzerland. So that's typical project we are looking at, where data science can help make the public entities more efficient. So that's what it's all about. And then I will give the floor to Niels, which will deep dive into one of the concrete cases we have been working in the last 3 months, as we tend to try to work on project on a 3 to 6 month basis to build prototype to see the feasibility of it. So Niels. Thank you, Raphael. So hello, everyone. So as introduced by Raphael, we will present here the research we conducted along with the Federal Statistical Office
And we will try to use the time dimension as a backbone to present and to introduce this research. So let's start by the initial problematic. When you apply data science to geographical data, most of the time you are led to the consideration of very complicated data sets. And these difficulties can come from the size of the data, the nature of the data, or the diversity of the data that make putting together the data sometimes complicated. And that's why, as introduced by Raphael, we try to develop at the STDL a platform that is able to propose solution to these difficulties. And here you have an example where this platform is able to make a large-scale model fully available, which is a topographic model covering the entire Earth, and that weighs roughly 500 gigs. And the idea behind this framework is to try to make the geographical data more as a service to the data scientists rather than being a problem or a constraint for them. And of course, being able to handle a large data set in the dimension of space is one important aspect, but there is also the consideration of the time dimension that is also a big part of the problem to solve. Indeed, when you have a geographical model, it is always the representation of one reality. And of course, more specifically, it is a description of this reality at a given and precise time. And indeed, if you want to keep your model up to date with the evolution of the reality it described, you will have to correct the model, to recompute the model, or even to reacquire data. And you have here a clear example on the LIDAR model of the city of Geneva, where they had to conduct periodical acquisition campaign in order to have a point cloud model that is kept up to date with the evolution of the city. And that's the reason why the time dimension was included into the platform as an indexation dimension in the same way as the three dimension of space. Another example is this interlace model of the Thurgau canton. This is an interesting case as we have here two different time gaps. Actually, they're only split by a matter of days. And this is a case which is quite complicated to find, any changes in time if you want to do this only by visually inspecting those changes. What you need is something like a third model, something else that will highlight those differences in this kind of data set. And as the time dimension is considered as an indexation dimension in our platform, we are able to do this by using a differentiation operator and building then a third and new model to show those differences. As we have here, we still have the data being shown, so we can keep track of it and be aware of its changes. But the real changes, the differences that happen throughout time are still spotlighted. We have a strong highlight, and you can easily and quickly inspect those changes. Therefore, we demonstrate how really relevant information can be retrieved out of the time dimension, and more specifically, out of the derivative of the time dimension itself. Okay, and to try to convince you that this concept of the importance of the time, and more specifically that derivative operator that apply on time are more than a nice theoretical concept, we will go through this research project that we conducted with the Federal Statistical Office that was focusing on the register of buildings and dwellings. So it is a federal register in which we keep track of every existing building on the Swiss territory. And the register for each building provides a certain amount of information, like an identifier, like the position of the building, and also coming with the construction year. But the problem with the construction year is that it is missing for a large portion of the building in the register. And gathering this information could lead to a complicated and time-consuming administrative process for the statistical office, and that's the reason why the statistical office asked the STDL to investigate on the possibility to automate this process of gathering the construction year in order to be able to complete the register of buildings. So to tackle this problem, we went through two complementary research approaches on which we will now focus. So the first approach focused on the usage of the national maps, as Raphael introduced you. And the idea behind that was to try to track the building on the maps and on more specifically on the different temporal slices of the maps.
And the idea was to try to detect the moment where the building was appearing on the maps in order to try to deduce a construction year estimation. And by considering the national map, we were able to cover a period of time starting from the 2020 to roughly the 1950, where the standardized national map started to be published. So of course, the first question in this project was to select the appropriate maps in order to fulfill the requirement. So the maps are coming with various variation, various symbology, all coming with different availability along the time dimension. And the constraint were here, of course, to have a clear view of the building on the maps and to have the largest possible coverage of the time interval. So that's the reason why we focused on the maps that are illustrated here. It's one of the most standard maps that are published by Swiss Topo. And the reason of this choice was mostly motivated by the fact that these maps were very homogeneous, and it was the methodology that conducted to compose them was very stable all across the years. So by simply starting to gather these maps, and more specifically the temporal slice of these maps, you start to appear the concept and the notion of the 3D raster, where the time dimension is added to the two dimension of space. So of course, the maps were not used directly as it is. It would have been a bit too more dangerous. So we had to add some processing steps before to use them. And starting on the left with the original map, the first things we made was to extract the black components of the map. We move in all the elements that are not interested for us. Then we apply a morphological operator, allowing to remove the small structure of the map, but also to force the building to be disconnected from the other element of the maps, and when possible with the building with each other. And as a final step, we had to apply a regrowing process due to the fact that the morphological operator tends to shrink a little bit the footprints of the building in order to try to restore the full footprints of each building as they were appearing on the original map. So this process was of course applied on each map and on each temporal slices of the map. And by going through the register of building, we were able for each building to access to its position. And with this position, we were able to check on the maps whether or not the building was there for a considered map. And that's led us to the consideration of a timeline for each building, providing the information if the building was there or not at a given time according to a given map. And of course, it can be sufficient just to know whether or not a building is there or not, in simple case like illustrated on the image above, where you can see that on the different map, the building start not to being detected, and suddenly in 1988 start to appear and remain the same until nowadays. So in this very simple case, by simply knowing that the building is there or not, is sufficient to deduce a relevant construction year for the building. But of course, in this research project, there were more complicated cases that are illustrated this time with the image above, where you can see that a building is straight away detected, started from the 1970 until nowadays. But if you look closely and more specifically in 1994, you can see that the building that is detected is clearly not the building that were previously detected. And that's the reason why we had to add some morphological criterion in order to be able to track down the change in morphology of the building to have a more reliable estimation of the construction year. And of course, in this research problem, the most important aspect was that it is a federal register, so completing it needs to be, we needed to be extremely careful, and the results assessment was a very central part of this research in order to provide trustfully result to the statistical office. And the problem was there that neither the maps nor the register itself were fully trustable. So to work around this problem, we had we took advantage of the fact that the register for a fraction of building is providing a construction year, and we consider this subset of building and compare the information provided by the register with the situation on the map to select only the building for which both the register and the maps were agreeing, were consistent about the construction year, as on the example that is provided here. And by doing this process, we end up with 800 manually validated building that were able to be used as a validation metric in a reliable way to assess the result before to deliver them to the statistical office.
So the develop pipeline was applied on four different area in Switzerland, and the reason why is that we wanted to check that the pipeline would perform well on different situations, including cities, towns, small villages, country-wise area, mountainous area, and so on. And by considering the mean temporal separation of the maps, which is of the order of 6 years, and that give also the temporal resolution we can achieve using the national map, we were able to demonstrate using the metric that we have built that 85% of the construction year of the building were correctly estimated within a range of plus or minus 6 years. So this project was really interesting, first to show the importance of the time dimension, but it's also a great way for us to demonstrate that the real world problem required data that were not found in the maps themselves, but more in the temporal derivative of the maps, showing that considering the time dimension and the differentiation operator that could apply on this time dimension is something that solves real world problem. One of the challenges we faced during this project was the fact that the time range of the Swiss topo national maps was only not going beyond the 1950s, roughly speaking. But we wanted to predict also the year of construction of those buildings that were older than the oldest national map available. And to do that, we needed to extrapolate somehow the results from the first approach that Nils just presented to you. To do so, we went into a statistical approach that's actually based also on some urbanism principles, but mainly the idea was to work around this lack of maps. And most important, this was an add-on to the first approach, and it was not competing somehow. To this extent that the predictions of those second approach were made only for the buildings that were older than the oldest map available. Just some theory on this second approach. There are two main things that were considered. The first one is spatial dependence, as in many spatial interpolators we can find in many theoretical backgrounds, as houses that were close to each other were thought to be more similar than houses that were far apart in terms of year of construction. And the second thing was we were inspired by the Burgess urban model, which states or splits cities in different concentric zones, radius. And we can think of that as a way that a city is starting its growth from a center, a point in common, and all other buildings are built just around the center point. As we can see, for example, in Basel, it's pretty much what happens to a certain extent when some process like gentrification and other renewables are happening, but as we are only predicting for the 1950s until the 1950s, that was a good way to think about this urban growth. The first step, and as the database was full with missing data, the first thing to do was fill those gaps, fill those missing data. And to do that, the biggest inspiration was on spatial dependence. So this is closer to a normal spatial interpolator, to the way that the variance of the year of construction of each building was used to compute different spatial radii, as you see in the figure. So if in a certain neighborhood you have houses that are both that are all kind of in the same year of construction, so they are kind of smooth. What we used was a spatial radius that was kind of large, and we used the mean of all those buildings that were inside this spatial radius. But if in a certain neighborhood we have some old churches, old buildings, and some very new ones, or new in comparison to the others, so we have a very strong variance, we diminish this spatial radius. So we thought that, okay, spatial dependence here is not that strong. We should not generalize this to the whole model. After those missing data were filled, then we got into the urban model strategy. So we split somehow the data in those concentric zones from Burgess. So we used some kind of a quantiles just to group the data. And by this grouping, we have some new values that will be used in a clustering algorithm.
And from the clusterings, we can have some kind of a statistical and actually stochastic approximation to have final predictions for the buildings. Again, the metric was a big challenge and a bigger one here because we didn't have the national maps to aid us in searching for buildings that were more sure of their existence and their year of construction. So we went into aerial images to be sure that the building was inside some kind of a time gap. But the procedure is very close to the first one. The only difference is we use the IRU images. In the end, using all the same cities, the same places, the same crops, we reached that 95% of the building were correctly placed within a 31-30 years interval, with an average error of almost 16 years. And that can be considered a quite interesting result to the extent that in this time range, we didn't have national maps, we couldn't trust the database, so we pretty much didn't have much to work with. So this is a pretty interesting result. And more than that, what's very interesting is that we show how can the temporal dimension be inferred through actually a very spatial or two very spatial concepts, both from urbanism and from the spatial dependence. And as a general conclusion, joining those two approaches, the first thing is we reached pretty good results. First, with 85% of the buildings being more or less 6 years in terms of time gap, and having 95% of those predictions for the older buildings in a margin of below 31 years of error. But in general, as we can sum up, we can see that the time dimension showed up to be very important in a very real world scenario. We applied and it showed the importance of how the time dimension, especially the derivative of this time dimension, can be used in a very real world scenario. Now we invite Adrian Meyer to keep on and speak about his project as well and tell us about object detection as well. Thank you very much. So, hello everyone. Can you see my screen and hear me? Okay, that is great. Great. I'm very happy to present you now the part of the our work which got to do with object detection, and I would like to continue the part of this presentation in German. Okay. Zuerst möchte ich festhalten, dass das nicht allein meine Arbeit ist, sondern ich an diesem Projektteil zusammen mit Alessandro Cerioni arbeite. Er arbeitet für die Geoinformatikdienste des Kantons Genf und hat einen großen Anteil an dieser Arbeit gehabt. Die grundlegende Idee für Objektdetektion ist in diesem räumlichen Kontext ist, dass wir ein Modell generieren auf der Basis bekannter Objekte. Das können in diesem Fall zum Beispiel Schwimmbäder sein, ein Teil des Katasters, der sozusagen landesweiten Erfassung von Objekten räumlicher Natur. Und wir möchten ein Modell erschaffen, das in der Lage ist, neue Objekte zu erkennen. Entweder in dem gleichen Gebiet mit einer höheren Präzision als zuvor oder in einem neuen Gebiet, für das ein solcher Datensatz noch nicht existiert. Unser Ansatz basiert darauf, dass wir Deep Learning benutzen. Das ist eine besondere Art des Machine Learnings und basiert auf einer vielschichtigen mathematisch-statistischen Operation, bei welcher sehr große Datensätze antrainiert werden. Also das bewegt sich im Bereich von mehreren hunderttausend Bildern. Und für unseren Fall ist aus diesen mehreren Typen, die Sie hier sehen, an möglichen
Modellklassen, besonders die Instanzsegmentierung, relevant. Das heißt, wir wollen in der Lage sein, auf einem Bild mehrere Objekte zu unterscheiden, und zwar auch mehrere Objekte innerhalb einer Klasse sowie möglicherweise mehrere Klassen. Nun, im Fall von Schwimmbädern handelt es sich natürlich nur um eine Klasse, aber es können immer noch mehrere Instanzen innerhalb eines einzelnen Bildes sein. Wir gehen von diesem Modell dann aus, dass wir ein gewisses Wissen akquiriert haben. Also wir besitzen jetzt Wissen über dieses massive, diesen richtig großen Datensatz A, welcher allerdings primär nichts mit unserem Objekt zu tun hat. Das heißt, da können alle möglichen verschiedenen Objekte drauf markiert sein, aber dieses System hat gelernt, die in einer hohen Genauigkeit auseinanderzuhalten. Wir benutzen jetzt dieses System und müssen nicht von Null anfangen. Das heißt, wir müssen nicht detektieren, was ist eine Kante, was ist zum Beispiel, kann man sich das so vorstellen, sondern wir können mit einem im Verhältnis viel kleineren Datensatz herangehen. In diesem Fall einem spezifischen Datensatz aus dem Kataster, zum Beispiel den Swimmingpools, und das Deep Learning System A so anpassen, dass es zum Deep Learning System B wird. Das heißt, wir verändern die Kantengewichte innerhalb des Netzwerkgraphens. Das Ziel davon ist, Vorhersagen zu generieren. Das heißt, auf einem Bild neue Prädiktionen zu erzeugen. Um das machen zu können, müssen wir unseren Datensatz in zwei Teile unterteilen. Im Fall dieser Swimmingpools, was jetzt als Beispiel dient, wäre diese Area of Interest, also das Anschauungs- oder Untersuchungsgebiet, zweigeteilt in einerseits die Area of Interest, wo das Training, also die Modellanpassung erfolgt, und andererseits die Area of Interest, in der die Vorhersage erfolgt. Wir sind in der Lage, einen großen und sehr genau nachgeführten Datensatz der Kantone Genf und teilweise Neuchâtel, hier grau dargestellt, mit Swimmingpools zu benutzen, um diese Swimmingpools im Thurgau zu finden. Warum ist das relevant? Swimmingpools werden gebaut, müssen nachgeführt werden im Kataster. Einige Kantone führen ein derartiges Register, und wir wollen im Prinzip wissen, ob die Datenbasis des Kantons noch mit der Realität übereinstimmt. Das wäre jetzt ein Beispiel aus der Stadt Genf, und so sehen diese Markierungsdaten aus, die wir dort haben. Als nächstes müssen wir in unser Zielgebiet, wo wir die Vorhersagen erstellen wollen, einschränken, was wir denn anschauen wollen. Auch der Kanton Thurgau hat bereits ein Kataster, auf dem Schwimmbäder verzeichnet sind. Und dort wollen wir jetzt schauen, wie genau sind diese Schwimmbäder bereits verzeichnet. In diesem Fall war das ein Wasserbecken-Layer, also da waren mehr als nur Schwimmbäder drin. Und das hat sich über das ganze Kantonsgebiet erstreckt, sodass in diesem Layer zum Beispiel auch diese industriellen Anlagen enthalten waren. Diese müssen also zuerst gefiltert werden. Das heißt, wir nehmen nur einen bestimmten Teil des Kantons und suchen dort dann nach Schwimmbecken. Die Suche läuft folgendermaßen ab, dass die Gebiete, und zwar sowohl die Trainingsgebiete in Genf und Neuchâtel als auch die Untersuchungsgebiete in Thurgau, in kleine Kacheln unterteilt werden. In diesem Fall spricht man von Tiles, und diese Tiles, diese Kacheln werden überall dort erzeugt, wo die Area of Interest geschnitten wird. Für den Fall des Trainingsdatensatzes, hier wieder Genf im Bild zu sehen, muss außerdem noch entschieden werden, dass ein bestimmter Teil des Datensatzes zurückbehalten wird, um das Modell zu evaluieren. Und zwar brauchen wir dafür Daten, die unabhängig sind, aber aus dem gleichen Datensatz stammen. Das heißt, das Netzwerk oder das Modell, das wir trainieren haben, darf sie noch nicht gesehen haben. Es gibt dabei zwei verschiedene Varianten von zurückbehaltenen Daten, nämlich einmal für die Validierung und einmal den sogenannten Testdatensatz. Der Validierungsdatensatz dient dem Netzwerk selbst bei der Optimierung und Anpassung, indem es überprüft, okay, passen meine neu trainierten Werte zu dem Validierungsdatensatz. Der Testdatensatz dient uns als Forschern, um nachträglich Metriken zu berechnen.
Das Training läuft ab hochgradig parallelisiert und wir benutzen dafür ein High-Performance-Cluster, das im Rechenzentrum der Fachhochschule installiert ist, mit Hochleistungsgrafikkarten der neuesten Generation. Und diese Parallelisierung erlaubt uns, diese massiven Rechenoperationen, die zum Anlernen des Netzwerks notwendig sind, in vernünftigen Zeitabschnitten durchzuführen. Nachdem das angepasst ist, das kann irgendwas zwischen Stunden, unter Umständen auch Tagen, je nach Berechnungsaufwand dauern, können wir diese Vorhersagen über das neue Gebiet erzeugen und auswerten. Die grundsätzliche Frage ist dabei, wie gut haben wir performt? Wie viele von den Objekten waren richtig? Wie viele waren falsch, negative? Und wie viele waren falsch, positive? Ich möchte das nochmal genauer beleuchten, damit die Metriken, die ich nachher zeige, klarer werden. Ein falsch positiver Swimmingpool wäre ein Swimmingpool zum Beispiel, den unser Detektor gefunden hat, der aber noch nicht im Basisdatensatz registriert war. Ein true positive, also ein richtig positiver Swimmingpool, wäre einer, der im Datensatz vorhanden ist und den unser Detektor gefunden hat. Und eine falsch negative Detektion wäre gar keine Detektion, denn unser Detektor hätte diese verpasst, aber im Datensatz ist einer vorhanden. Aus der Anzahl dieser Stichproben lässt sich nun die zwei Metriken berechnen, nämlich Precision und Recall. Das eine wäre auf Deutsch Nutzergenauigkeit, nämlich die Precision, und Recall die Herstellergenauigkeit. Nun kann man einen Mittelwert dieser beiden Metriken bilden, Precision und Recall. Und zwar wird dort gerne der F1-Score benutzt, der dabei ein harmonisches Mittel zwischen den beiden darstellt und kein arithmetisches Mittel, um eine konservativere Schätzung zu ermöglichen. Ich werde also jetzt F1-Scores zeigen und dabei sollte man im Blick behalten, dass es eine Gesamtperformance für ein Modell ist, und zwar unabhängig davon, ob wir es für falsch positive oder für richtig positive optimieren. Hier wäre die Metriken eines solchen Modells jetzt am Zoom-Level 19 festgemacht. Das zeige ich später noch ein Beispiel, wie weit reingezoomt das ist. Und diese beiden Funktionen von Precision und Recall und dadurch auch der abgeleitete F1-Score sind Funktionen in Abhängigkeit vom Schwellwert der Konfidenz. Jede Detektion, die wir erzeugen, hat einen sogenannten Konfidenzschwellwert. Das heißt, der Algorithmus gibt uns zusätzlich eine Metrik zurück zu jeder einzelnen Detektion, wie sicher er sich dabei war. Das bedeutet, dass sich ist der Algorithmus sehr sicher, also eher hier in diesem Bereich haben wir das Modell so optimiert, dass wir möglichst wenig Falschpositive in unserem Datensatz haben. Allerdings geht ab einem gewissen Schwellwert dann auch der Anteil an richtig positiven Detektionen zurück, weil sich der Algorithmus hierfür also sehr sicher sein muss. Im Umkehrschluss können wir am anderen Ende versuchen, möglichst viele der Detektionen wiederzufinden, möglichst viele der Swimmingpools mit unserem Detektor wiederzufinden. Allerdings sind dann unter Umständen mehr Falschpositive, das heißt zusätzliche Detektionen in unseren Resultaten erhalten. Berechnen wir jetzt diesen Overall Score, also im Prinzip eine Metrik, die unsere gesamte Modellperformance über alle Schwellwerte hinweg mittelt, haben wir einen maximalen Score hier im Mittelbereich von ungefähr 84% Genauigkeit. Was bedeutet das, wenn wir jetzt aufs Kataster schauen? Okay, für die richtig Positiven nehmen wir also einen niedrigen Konfidenzschwellwert an und schauen, dass wir möglichst viele von den Swimmingpools, die im Kataster sind, wieder erfassen können. In diesem Fall wurden ungefähr 2200 der 3000 Pools erfasst, wo man sagen könnte, okay, der Detektor hat hier also einen Erfolg von 75% gehabt. Was ist denn los mit diesen 25 anderen Prozent? Sind die nun alle falsch im Kataster? Es gibt da bei den Falsch-Negativen, was der Umkehrschluss dieser Zahl ist, zwei Möglichkeiten. Entweder das Kataster
stimmt wirklich nicht mit der Wirklichkeit überein oder unser Detektor hat einen Fehler gemacht. Also es gibt diese zwei verschiedenen Möglichkeiten. Das heißt, wir können noch nicht direkt sagen, okay, 25% der Schwimmbecken sind nicht wirklich im Kataster. Aber wir können sagen, mit 84% Sicherheit sind 25% falsch im Kataster. Bei einem Falsch-Positiven sieht es so aus, dass es auch hier zwei mögliche Interpretationsformen gibt. Entweder handelt es sich um Swimmingpools, die im Kataster noch nicht vorhanden sind und dementsprechend im Datensatz fehlen, die unser Detektor also erkannt hat. Und hier nimmt man einen sehr hohen Schwellwert an. Bei 97% gehen wir also davon aus, dass knapp 300 Pools im Thurgau jetzt noch nicht im Kataster verzeichnet waren. Senkt man diesen Schwellwert ab, hat man auch einige mehr Pools, die möglicherweise nicht im Kataster sind. Allerdings kommen dann auch eventuell Detektionen hinzu, die nur teilweise an einen Swimmingpool erinnern mögen und in diesem Fall keiner wären. Das heißt, Detektor kann auch immer noch Fehler machen. Um jetzt herauszufinden, wie genau wir eigentlich mit unserem Detektor herausgekommen sind, muss man tatsächlich noch einen Teil der neuen Daten, auf denen die Vorhersagen erzeugt wurde, manuell anschauen. Und in diesem Fall habe ich berechnet, wie gut der Datensatz performt gegenüber meinen selbst markierten Swimmingpools, von denen ich jetzt einfach mal annehme, dass die plus minus korrekt sind, versus den Detektor. Und da sehen wir, dass der Datensatz an sich eine Genauigkeit von knapp 86% aufweist, während unser Detektor eine Genauigkeit von 90% erreicht. Also im Prinzip über die Genauigkeit des Katasters schon hinausreicht. Diese Detektionen sind eine Abhängigkeit der Zoom-Stufe. Ich habe vorhin Metriken gezeigt zum Zoom-Level 19. Das war jetzt die höchste Zoom-Stufe, für die wir Swimmingpools gesucht haben. Das heißt, auf einer Kachel ist ein Swimmingpool ungefähr so groß und jeder Pixel entspricht circa 30 cm Bodenauflösung. Die Modelle sind dabei allerdings schon relativ groß, weil wir viele Zehntausende Kacheln laden müssen und das Modell auch entsprechend auf alle diese Kacheln anwenden müssen. Bei leicht niedrigeren Zoomstufen, also einer Verdopplung zum Beispiel der Ground Sampling Distance, ist die Modellperformance fast genauso hoch. Allerdings brauchen wir nur noch ein Fünftel der Zeit. Dies ist also eine Kosten-Nutzen-Frage, an welcher Zoomstufe man diese Detektionen durchführen möchte. Jetzt kann unser Detektor nicht nur Schwimmbäder detektieren. Es wäre auch sinnlos, so ein Programm zu schreiben, um nur eine einzige Klasse von Objekten zu detektieren. Jetzt, wo das Framework da ist, haben wir mal versucht, für das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau Siloballen zu detektieren. Dafür habe ich dann einfach von Hand mal ein paar hundert von diesen Ballen detektiert und diese markiert. Und das resultierte also in ungefähr nach anderthalb Tagen und einer Anwendung des Modells, um neue Vorhersagen zu erzeugen und dann wieder diese aufzufüllen, in 700 Annotationen. Und wendet man jetzt wieder den gleichen Detektor darauf an, kommen wir also mit Modellperformancen von bis zu 92% im F1-Score auf sehr positive Resultate, auch für Objekte, die keine Swimmingpools sind. Hier noch ein paar Beispiele, wie solche Detektionen dann aussehen können. Und diese Art von Detektionen können dann später vom Landwirtschaftsamt so weiterverarbeitet werden. Was also der nächste Schritt für unsere Endnutzer? Sie können das Kataster aktualisieren, sie können jetzt auch zum Beispiel Briefe schicken an Schwimmbadbesitzer, das ist im Kanton Genf bereits so geschehen, deren Schwimmbad noch nicht im Kataster verzeichnet ist. Aber wir möchten auch alle, die jetzt zusehen, ermutigen, uns Vorschläge für detektierbare Objekte zuzusenden, die Nutzen für die Kantone oder die Öffentlichkeit haben könnten.
an diesem Punkt möchte ich dann auch gern übergeben an jemanden, der diese Art von Resultaten für uns tatsächlich nutzen kann. Das wäre Christian Detwiler vom den Geoinformationsdiensten des Kantons Thurgau. Ja, guten Tag miteinander. Ich freue mich, diesmal über diese Ergebnisse zu sprechen, wie wir das aus Sicht des Kantons Thurgau erfahren haben. Zum Voraus, die meisten wissen ja nicht, wo der Thurgau ist, aber alle wissen, wo der Bodensee ist. Also der Thurgau grenzt südlich an den Bodensee, etwa 3/4 der Uferlänge des Bodensees ist Thurgau. Das sind also all die schönen Bilder her, die Sie vorhin gesehen haben. Jetzt, was kann ich dazu weiter erzählen? Zur vierten Dimension, was ist uns das wert? Die amtliche Vermessung als Grundlage ist ein Referenzdatensatz und die Referenzdatensätze, die werden natürlich von x anderen Stellen verwendet. Jetzt, wenn wir darin Änderungen haben, dann hat das oft auch die auf diese aufbauenden Datensätze Konsequenzen. Beispielsweise, wenn ein Gewässer revitalisiert wird oder mäandriert, dann hat das Auswertungen auf den Zonenplan. Oder wenn irgendwo der Wald hinauswächst, dann hat das Konsequenzen auf die Flächen der Direktzahlungen für die Landwirtschaft. Also andere Stellen möchten eigentlich erkennen, wo gab es Änderungen in dieser letzten Zeit, seit ihrer letzten Nachführung. Und aus diesem Grund ist es wertvoll, diese Deltas, diese Änderungen über eine gewisse Zeit ausweisen zu können und dafür nicht einen hohen Zeitaufwand investieren zu müssen. Eine zweite Anwendung: Wir alle wissen, dass alle unsere Daten irgendwann auf neue Systeme migriert werden müssen, vielleicht von einem alten Datenmodell in ein neues Datenmodell überführt werden müssen. Und gerade bei den heutigen sehr großen Datenmengen stellt sich dann oft die Frage, ist jetzt alles rübergekommen? Sind die Daten auf dem Zielsystem korrekt? Sind sie vollständig oder sind irgendwelche Teile davon verschwunden? Also auch in diesem Zusammenhang kann es sehr wertvoll sein, solche zwei Zeitstände miteinander zu vergleichen, auch wenn sie genau denselben Inhalt haben sollten. Und das Ziel dort wäre dann, null Deltas auszuweisen. Aber wenn da welche hervorkommen, beispielsweise alle Mauern nicht transferiert wurden aus irgendeinem Grund, dann sieht man das sofort. Eine dritte mögliche Anwendung, die geht runter zu den Gemeinden, Bauverwaltungen. Sie erteilen die Baubewilligungen und sie möchten irgendwann wissen, ja, sind alle bewilligten Gebäude unterdessen auch vorhanden in den Datensätzen? Oder auch umgekehrt, gibt es im Datensatz neue Gebäude, die nie bewilligt wurden. Also diese Zeitachse, vierte Dimension, man kann damit spielen. Es gibt aus meiner Sicht recht viele Anwendungsfälle und es ist für viele andere Stellen, nicht nur für uns in der amtlichen Vermessung, wertvoll. Dann die Objektdetektion. Das Thema Schwimmbäder war im Thurgau eher ein untergeordnetes Thema, weil es gibt keine Amtsstelle, die darüber ein Kataster führt, wie beispielsweise in Genf oder Neuenburg. Dort wird ein Kataster geführt und dementsprechend ist der Stellenwert hoch. Ein Kataster sollte vollständig sein. Für uns war es wertvoll, einfach ein Feeling zu erhalten, wie gut sind diese Tools. Sind sie brauchbar oder sind sie Theorie?
Und wir können sicher dazu sagen, ja, die Ergebnisse, die sind wertvoll, sie können uns helfen, nicht nur bei Schwimmbädern, wir sehen viele andere Möglichkeiten, Potenziale, die bei uns eher im Vordergrund stehen, als jetzt gerade die Schwimmbäder. Es wurde schon erwähnt von Adrian Meyer, er hat, ich sag mal, freiwillig sozusagen ohne Auftrag sich diese Zeit genommen. Das ist immer schön, wenn die Leute so motiviert reinsteigen und etwas machen. Er hat das Thema Siloballen vorhin kurz gezeigt und ich habe dann das Ergebnis, das er mir zugestellt hat, auch in Form einer KML-Datei, wo überall wurden solche Siloballen-Areale gefunden. Ich habe diese KML-Datei dem zuständigen Sachbearbeiter im Landwirtschaftsamt zugestellt und er hat sich das angeschaut und ich erlaube mir zwei Sätze aus seinem Antwortmail hier kurz vorzulesen. Also ich habe die Datei geladen und die Resultate angeschaut. Die Auswertung ist sehr präzise. Ich schätze, etwa 10% der gefundenen Elemente sind keine Siloballen, Autos oder Ähnliches. Also auch hier gibt es natürlich false positiv, false negativ. Aber insgesamt waren die Daten sehr brauchbar. Und das zweite Zitat aus seinem Mail: Mit der Auswertung sparen wir das Absuchen von Differenzen über das ganze Kantonsgebiet. Weitere Auswertungen im Bereich Hofraum oder Obstanlagen und Reben würden uns ebenfalls sehr dienen. Also wir haben etwas miteinander gesprochen, auch mit anderen Stellen habe ich gesprochen. Und der Appetit kommt mit dem Essen. Je mehr man fragt, umso größer wird die Nachfrage nach solchen Tools, nach solcher Objektdetektion. Da geht es beispielsweise um Einzelbäume, Hochstammkulturen. Da geht es plötzlich auch um Parkplätze in der Raumplanung. Also die ganze Anzahl möglicher Objekte, die wächst und wächst. Nicht alle sind einfach zu detektieren und wir werden uns auch hier einigen müssen, welche Themen können wir noch aufgreifen im Rahmen dieses Projektes und welche nicht. Was mir wichtig scheint, wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht als Amtsstelle fokussieren auf unseren gesetzlichen Auftrag. Links und rechts interessiert uns nichts. Solche Tools sind wertvoll für viele andere Stellen. Diese anderen Stellen wissen aber nichts davon. Wir können ihnen die Dinge aufzeigen, ihr Interesse wecken. Wir sollen diese Interessen abholen. Wenn wir ihnen damit einen Dienst erweisen können, stärkt das unsere Position. Und meine letzte Folie noch. Ein Ausblick dazu. Die Tools können mit etwas Fantasie breit eingesetzt werden. Ich habe vorhin erwähnt, es gibt ganz viele mögliche potenzielle Anwendungsfälle und für jeden muss man sich überlegen, ja, kann ich mir den Aufwand leisten, dieses Tool erarbeiten zu lassen? Was können wir im Rahmen dieses Projektes bewältigen? Was braucht danach? Separate Aufträge. Aber wichtig ist es, dass wir die Kundenbedürfnisse überhaupt kennen und das bedingt, dass wir auch etwas über den Gartenzaun hinausschauen in die Aufgabenbereiche unserer Kunden. Dann können wir sie beraten, ihnen Empfehlungen abgeben. Im Kanton Thurgau haben wir einen Leitsatz für unser Amt. Wir schaffen mit Geoinformation volkswirtschaftlichen Nutzen. Das soll unser Ziel sein und ich denke auch dieses Projekt Swiss Territorial Data Lab, auch dieses Projekt kann genau dazu viel beitragen. Diese Toolbox, sie ist wertvoll und ich habe Freude, dass so etwas heute möglich ist. Somit wäre ich mit meiner Präsentation bereits durch, knapp vor der Deadline unserer Zeit. Danke. Herzlichen Dank, Christian, für die Resonanz aus dem Kanton Thurgau. Herzlichen Dank euch allen für die Einsichten in das Swiss Territorial Data Lab. Ich denke, es ist viel Potenzial, das da schon innerhalb von wenigen Monaten zum Vorschein gekommen wird. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, welche
Anwendungsbeispiele da mit integriert werden können.